Mit Nebel, kalten Temperaturen und wenig Wind begrüßt der Attersee die Athletinnen und Athleten am ersten Renntag der Europameisterschaft. Dabei bekommt ein Team überraschend physische Unterstützung von ihrem Trainer. We are so happy, we are having fun here in Attersee. All the people from the club are great, the club is great, so we are really enjoying our time here so far. Leicht war es heute auf keinen Fall. Wir hatten drei Wettfahrten. In der ersten Wettfahrt noch eher Südwind. Danach hat er mehr auf West gedreht und es war ziemlich böig und drehend und man musste halt wirklich versuchen, immer im besten Druck zu bleiben. Es lag nicht am wenigen Wind. Wir hatten einen ziemlich schlechten Start und sind auf die falsche Seite gefahren und der Kurs war relativ kurz. Einfach keine guten Entscheidungen getroffen und ziemlich scheiße, so in einer Europameisterschaft zu starten. Wir wissen, dass du das Feld gerne von hinten aufrollst, auch dieses Mal. Ja, ich meine, was bleibt mir jetzt wieder anderes übrig? Also unsere Starts waren ganz okay. Der erste nicht prickelnd, der zweite und dritte deutlich besser schon. Was wir in Kiel schon gemacht haben und hier auch, sind gute Peilungen nehmen. Das hilft uns, dass wir wirklich an der Linie starten können. Wenn man da von vorne an nicht dabei ist, dann ist es sehr schwierig, den Rhythmus mit dem Wind mitzufahren. Ja. I would call it tricky conditions today. What would you say? Yeah, I think that's the right definition. Tricky. I saw you writing something on a paper right before the race for the girls. Can you tell me something about it? It was the list of the food shopping. No, I'm joking, but I cannot tell you. It's about win strategy. Would you say they executed what you asked? No, I'm not asking them things to do. We just discuss what I think and what they think. Okay. So they don't execute anything what I'm asking them. Wir haben das Problem, dass der David relativ stark erkrankt ist vor drei Tagen und die Werte sind nicht gut genug, dass er segeln kann. Das Risiko zu hoch, darum ist der Ivan heute eingesprungen. Ich glaube, wir haben es ganz gut gerettet, aber wir haben schon gesehen, dass es einfach sehr hohes Level ist und das Training und die Wasserstunden notwendig sind, wenn man ganz vorne sein will. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass der David morgen fit ist oder zumindest fit ist übertrieben, aber gut genug, dass er segeln kann. Well, I hope he is happy about it. I'm quite sure if he would be sailing here, they would do much better. Because quite some of the decisions we wanted to make, we couldn't do because of me just doing not the best job. But as the day was going on, we got a little bit more into the sink and yeah, it showed that the second part of the last race that we could sail together with one of the best guys and keep there. So I think, yeah, it's at the end, quite a successful day. Yeah. When did you make the decision that you will be on the boat? Just this morning, so we just 2 hours before the start, we found out, and it's been a very, very long time since I sailed any sailing boat, and 49 is not my boat really, so okay, we can be quite happy, I think, that we saved the results. I really hope that David will get well for tomorrow, so it's very, very exhausting, it's very hard for the unfit people, so will be easier, but yeah, I hope I can get to sail some other time again. Ja, ich habe mal die Seiten gewechselt, bin vom Segler zum Shore-Team gewechselt und bin hier bei der Europameisterschaft verantwortlich für das GPS-Tracking, das heißt, die Boote werden sekundengenau verfolgt und das Ganze wird dann live im Internet übertragen, damit auch die ganze Welt zusehen kann. Der Link ist euros2020.uikas.at und dort unter Tracking findet ihr alle Rennen, die gerade laufen. Du willst wissen, wie es weitergeht? Dann abonniere Candidate Sailing und verpasst keine Episode. Bis bald!